Willkommen zum zweiten Teil unseres Q&A-Videos. Dieses Mal beschäftigen wir uns immer noch mit Pen-and-Paper-Fragen. Wir waren stehen geblieben bei, welche Kampagnen und Abenteuer habt ihr schon gespielt und wie viele. Und wir machen weiter bei... Ja. Wie viele Charaktere habt ihr da so circa gespielt? Die meisten Fragen stammen vom gleichen User. Vielen Dank auch dafür. Die hängen auch zusammen, deswegen sind die jetzt im Blog. Wie viele Charaktere? Dutzende. Ich habe sehr, sehr oft auch nur so One-Shots gespielt, kleine Runden. Oh genau, ergänzend noch zum letzten Video und zu der letzten Frage, Vampire habe ich auch längere Kampagnen gespielt, aber nur einmal eine geschriebene und das war die Mittelalter-Kampagne. Ja, ich habe auch unzählige Charaktere. Zum einen eben durch die One-Shot-Geschichte, aber auch, weil ich gern mal was Neues ausprobiere. Es ist sehr selten, dass ich... bei einem Charakter wirklich an dem verbissen hänge, sondern einfach sage, okay, probieren wir einfach mal was Neues aus. Ja, also das zum Beispiel, wie ich von einem Freund, das ich jetzt erfahren habe, hat einen Charakter erstellt mit 16, er ist älter als ich und spielt diese Figur immer noch, das ist mir nicht passiert. Ich habe also das Längste, was ich einen Charakter gespielt habe, war dann 3-4 Jahre in einer wirklich, wirklich langen, anhaltenden Runde und ja, aber meistens nur so ein paar Wochen oder Monate. Ich habe mir auch mit 17 einen Pen-Paper-Charakter erschaffen, ihn dann mit Mitte 20 ins LARP konvertiert. Dann wurde er da zum NSC und ich habe ihn gespielt bis... Kommt mir irgendwann bekannt vor, dieses Konzept. Jahren oder so, ja. Jetzt spielst du sogar jetzt noch den Charakter, teilweise. Zumindest hast du am Wochenende gerade gespielt. Ilmenblick ist ursprünglich ein Pen-and-Paper-Charakter. Ja. Das ist der LARP-Magier, den Steff seit 12 Jahren auf dem LARP spielt. Ich konnte feststellen, dass ihr beide mir diesen Stein von dem Schwarzen Landen entfernt. Umso stärker wurde diese dämonische Kraft. Ich labe wegen der starken Gemeinschaft. Und das würde uns auch zu einer weiteren Frage bringen, aber die Überleitung spare ich mir jetzt, weil das nicht zu diesem Themenblock gehört. Gut, dann können wir dann später nochmal aufgreifen. Ja, euer eigener Lieblings-Pen-Paper-Charakter. Ich mag alle meine Charaktere logischerweise, sonst würde ich sie ja nicht spielen. Aber das ist aus einer Kampagne, die ich vergessen habe zu erwähnen, aus einem selbstgeschriebenen Science-Fiction-Universum von einem Freund. Da habe ich eine fiese, kleine, religiös motivierte Attentäterin mit mechanischen Flügeln gespielt, die darauf trainiert war, unter Nullschwerkraft zu kämpfen. Ja, man, diese Mainstream-Rollenspiele. Die jeder kennt. Hm. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Dann ist es richtig Indie. Richtig, weil er weiß, wie es hieß. Weil Steven, falls du das schaust, erinnere mich nochmal. Also bei mir ist es, glaube ich, ein Troll. Sundown. Was? Sundown. Heißt nicht ein Troll, sondern das System hieß so. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe damals in einer kleinen Runde Dark Ages Fae einen Brückentroll erstellt und auch recht erfolgreich gespielt, der eine eigene kleine Brücke hatte und der erlebte. Und ich glaube, mit dem Charakter hatte ich am meisten Spaß. Und wie zieht der los und erlebt Abenteuer? Wurde die Brücke abgerissen? Oder wurde er nimmt die mitnehmen? Nein, in dem Setting oder in dem Abenteuer war es wohl so, dass seine Heimstätte bzw. die Heimstätte von anderen Feenwesen auch durch den christlichen Glauben bedroht wurde. Und wir losziehen mussten, unser Heimatland quasi zu schützen. Das ist der Teil einer Katze, der gerade im Bild ist. Aber wir haben eine ziemlich abenteuerliche Konstruktion aus Steff, magst du mal... Die Katze. Es kann passieren, dass die Katze jetzt außerhalb des Bildes unseren Doppelstuhlturm umwirft auf dem... Zwei Stühle und ein Wäschekorb. Das ist aber ein bisschen schiefer jetzt geworden, die Konstruktion. Also. Da wird die Katze weggeworfen. Ja. Danke. Aber ich muss dazu sagen, er kriegt jetzt langsam den Rang abgelaufen von meinem Numenera-Charakter. Der Jack namens Jack. Numenera! Ja. Weißt du, der Jack namens Jack ist Alarm, großartig. Numenera. Nein, diesmal war es ich, das im Video zuerst gesagt hat. Ist egal, wer es sagt. Da muss ich sagen, er entwickelt sich zu einem meiner Lieblingscharaktere. Was damit zu tun hat, dass er seine Großmutter den Wahnsinn treiben kann. Richtig. Die Zeitreisende ist und zurückgekommen ist, um ihn zu beschützen. Und er ist, glaube ich, der einzige Charakter, der absichtlich auf einer Falltür liegen bleibt, wenn er sie öffnet. Ja.
Und du, Nico? Ich habe keinen. Du hast keinen. Nicht mal den Kyle Otterschlechter, den du seit deinen Teenagerjahren spielst. Da muss ich, der ist mir eher peinlich inzwischen. Ich habe tatsächlich keinen Pen-Paper-Charakter, mit dem ich mich was verbindet. Du meisterst aber tatsächlich auch mehr, als dass du spielst. Wenn ich überhaupt mal mitspiele. Aventurien oder lieber andere leere Kontinente? Ich bin ein großer Freund von Myrannor. Aber auch von Aventurien. Also die sind bei mir geschwisterlich vereint ungefähr auf derselben Höhe. Aber ich finde es leichter, auf Myrannor was Neues zu machen. Aber es geht schneller, sich in Aventurien in Abenteuer einzufinden. Ja. Ich mag Myrannor auch. Ich habe meinen Löffel gefunden. Yay! Das ist mein Löffel. Ich mag Myrannor auch. Nimm ihn ruhig. Zum einen, weil es eben auch Shingwas gibt, von denen ich ein großer Fan bin. Chamäleon-Menschen machen jede Welt besser. Aber trotzdem würde ich, glaube ich, noch Aventurien, dem Kontinent, noch einen kleinen Vorzug geben. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich da noch mal ein Tuck besser auskenne. Ja, und es kommt natürlich auch noch der Nostalgiefaktor hinzu. Man kennt den jetzt schon so lange. Aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Myrannor und Aventurien. Ja, aber sagen wir so, Uthuria und das Riesenland sind weit abgeschlagen für mich. Ja. Das habe ich mir gedacht. Wobei ich mich mit dem Riesenland gar nicht so befasst habe. Ich glaube aber, dass es mir immer noch vor Uthuria käme. Also ich habe schon das Rakshasa-Projekt durchgelesen. Ja, ich weiß. Und es ist halt durchwachsen. Es sind einige sehr, sehr coole Ideen drin. Insofern lohnt sich durchaus, wenn man eher so ein bisschen so Conan-eskes DSA möchte. Ja. Aber Uthuria reizt mich. Ich habe alle Uthuria-Produkte gelesen. Es reizt mich überhaupt nicht, weil es eigentlich immer nur das gleiche Abenteuer im Dschungel ist mit den gleichen Inka-Städten. Und es gibt, das letzte Abenteuer war echt gut. Der Schrecken der Schädelbucht. Aber doch nicht so gut, dass ich mich jetzt zur Überfahrt genötigt fühlen würde. Zu den Xaranteln. Das Abenteuer könnte man, glaube ich, auch ganz gut nach Südaventurien. Ja, das könnte man auch im Regengebirge spielen. Ja. Abgewandelt. Ja. Wird euch nie vom Spielen langweilig? Oh, es gab natürlich schon Runden, in denen mir langweilig war. Dann steigt man halt irgendwann aus, wenn man feststellt, dass einen das überhaupt nicht packt. Aber das ist ja auch immer ein bisschen auch die eigene Aufgabe. Es gab wirklich nur sehr seltene Fälle, wo das dann so war. Man muss ja selber auch ein bisschen was ins Spiel einbringen und dann kann man das versuchen zu steuern, dass es ein bisschen interessanter wird. Da ich immer noch dabei bin, ist es mir bisher noch nicht langweilig geworden. Also im Generellen gesehen. Ja. Also weil wenn es mir keinen Spaß macht, dann würde ich einfach aufhören. Natürlich gibt es mal Abenteuer oder Spielrunden, die spannender sind oder langweiliger. Aber ich denke, wenn es gerade eine Spielrunde oder ein Abenteuer, dann liegt es auch an einem viel selbst, ob man Spannung reinbringt, ob man sich daran beteiligen will oder nicht. Mir war schon oft langweilig beim Pen and Paper, ja. Deswegen spielt er nicht so gerne. Meine allererste DSA 4-Runde, das war der langweiligste Tag meines ganzen Lebens. Und wir haben schon öfters von ihm gehört. Diese Gruppe hat 5 Stunden gebraucht, um den Kampf gegen 3 Orks auszuwürfeln. Aber so ging es uns allen beim Umstieg auf DSA 4. Ja, aber jeder musste dann erst nochmal stundenlang blättern. Ah, ich habe ja noch diese Sonderfertigkeit und keiner kannte die Regeln und es hatte sich auch keiner irgendwie vorher Gedanken gemacht, wie man das dann regelt, dass man sagt, wenn du deine Regeln nicht kennst, dann benutzt sie halt nicht oder so. Ist der Meister gesagt, scheißegal, wir müssen jetzt weiterkommen. Das war zu dem Zeitpunkt der Gruppe wichtiger, dass diese Regeln korrekt umgesetzt werden. Aber mir war das völlig egal. Mhm. Die Regeln ergaben auch, dass, also es war völlig regelkonform, dass das Vertrautentier Totenkopf-Äffchen der Hexe einem Ork den Kopf abgebissen hat. Das ist passiert in der Runde und sie konnten es durch die Regeln belegen. Und dann habe ich immer gesagt, ich bin raus. Das war's. Ich habe jahrelang kein DSA 4 mehr gespielt. Wenn das Äffchen genug Zeit hat, ich meine... und der Ork still hält. Ja, und der Ork still hält, ich meine... Naja gut, ich denke, das ist dann fast schon wieder eine eigene Kategorie. Seltsamste Regelkonstellation, was bei rumkommt. Ja, aber ich kann es verstehen. Ja, danke. Ich kann es absolut verstehen, diese überzogenen Kampfregeln. Ich tendiere auch lieber dazu... Kampf so einfach wie möglich zu halten und dann wirklich eher auf das Charakterspiel. Deswegen mag ich D&D. Mhm. Also ich weiß, dass D&D natürlich verschrien ist als ein System, das eigentlich nur für Kämpfe da ist und für Dungeon Crawl, aber das musst du ja so nicht spielen. Du kannst ja da genauso Rollenspiel betreiben. Irgendwie machen es nur wenige. Nur weil es keine Regeln für soziale Interaktion gibt, heißt ja nicht, dass die jetzt rausbleiben muss. Dann spielt man sie halt aus.
Das mag ich sowieso lieber als würfeln, ob man jetzt jemanden überzeugt. Aber naja, das Würfeln, ob man jetzt jemanden überzeugt, hebelt einen unfairen Spielleiter aus, was auch nicht schlecht ist manchmal. Wir hatten in der letzten Folge, welches ist das schlimmste DSA-Produkt, jetzt die Gegenfrage, was ist denn euer Favorit, was DSA, Kampagnen, Abenteuer, Romane, Kompendien, bla, generell angeht. Bei den Romanen halte ich es immer noch mit dem zerbrochenen Rad. Das ist... Das ist auch die einzig richtige. Wobei ich aber zugeben muss, dass ich nur einen relativ geringen Prozentsatz der vielen, vielen DSA-Romane überhaupt gelesen habe. Du Glückliche. Also Steff hat mehr gelesen und der stimmt mir auch. Ich hatte wirklich mal eine Zeit lang, wo ich jeden Roman gelesen habe. Hatte ich auch, so bis vor 10 Jahren oder so habe ich die. Ich glaube, mein Bruch kam dann mit den Rihanna-Büchern. Ja, stimmt, du hast recht, das war mir genauso. Und dann dachte ich, okay, das musst du ja nicht mehr antun. Du hast recht. Ich habe danach nie wieder einen DSA-Roman gekauft. So schlimm war das. Ja, ich meine, unter den ganzen Büchern waren hin und wieder ein paar Perlen dabei. Okay, die waren gut. Aber von den Romanen war wirklich das gebrochene Rad mit das Beste. Ich hatte das Glück, dass auch andere Leute alles gelesen hatten und mir dann schon eine Auswahl präsentiert haben. So, das kannst du lesen. Gut. Und da lass bloß die Finger von. Ja. Von den Kampagnen finde ich natürlich, wie ich schon erwähnt habe, die Borberat-Kampagne mit am schönsten. Zwar ziemlich umfangreich und groß, aber von der Stimmung her, weil sie im Zweifelsfall, je nach Meister, auch nicht unbedingt mit einem Happy End endet. Also teilweise, für manche vielleicht schon. Hast du kein Lieblingsabenteuer, Lieblingskampagne? Nee, ich habe so viel von denen tatsächlich auch gar nicht gespielt, deswegen ist das schwer zu sagen, wenn man sie wirklich nur gelesen hat. Dann sag mir, in den letzten 5 Jahren, wo du diese Sendung hier machst, was war das Beste, was du rezensieren durftest? Tarun, der Quellenband für Tarun ist wirklich, wirklich gut und hat einen tollen Mythologie-Teil. Ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Okay, und Abenteuer? Bestes Abenteuer. Hier, die Orgie in den Thermen ist einfach sehr unterhaltsam. Das glaube ich. Ja, aber kann man nicht anders sagen. Ich komme über den... Den Popo-Schwamm. Nicht spoilern. Entschuldigung. Aber das ist auch bei mir Platz 1. Beste Abenteuer seit langem, seit ewig. Aber halt auch nicht jedermanns Sache, denke ich. Ansonsten Simjala, wie schon gesagt, ganz weit vorne. Brogas Blut, so ein Borberat-Seitenlinien-Abenteuer von Jörg. Das ist das, wo man die Zwerge und ihre Das ist, wo die Brillanzwerge ihren Exodus haben. Es ist zur Hälfte 1:1 Moria, macht aber nichts, ist sehr gut designt, gut geschrieben. Stimmt, ja. Und bringt Flair, es bringt halt dieses Tolkien-Flair, das ich bei DSA mag, weswegen auch Simjala bei mir so weit vorne ist. Die ersten Abenteuer im Glorania-Reich, Ja, das war auch geil. Ansonsten fand ich noch ziemlich, oder ich war immer ein großer Fan von der alten schwarze Landebox. Weil damit, was ja in Aventuren gab es plötzlich einen schwarzen Flecken, wo du wirklich auch Horror-Szenarien, und sie hatten ziemlich viele coole, fiese NSC-Charaktere damit eingeführt. Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich bei DSA geblieben bin damals. Also die ganze... Ja. Ganze Nachspiel von Borberat. Ich kam zu meiner Gruppe dazu, als die gerade Borberat gespielt hatten. Ich glaube, sie waren bei Ingrims Schlund oder so, als ich dazu kam, und sie wollten mich dann nicht dazu dabei haben, weil ich hatte ja keine Stufe 87 Charakter. Aber sie haben mir alles erzählt. Das heißt, ich habe dann diese Kampagne natürlich auch nicht mehr spielen können, aber ich weiß genau, was passiert ist, zumindest bei ihnen. Und wollte dann aber diese Faszination nachempfinden, habe mir eben alle Begleitprodukte dazu gekauft, eben diese Nebenabenteuer und Romane und sowas. Und dann auch die Box. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dass diese DSA diesen dunklen Touch bekommen hat, hätte ich nicht angefangen. Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich wieder eine DSA-Runde meistern würde, dann würde ich auch in dem Setting starten. Ja. Schwarze Lande existieren noch oder sind gerade frisch entstanden, und da würde ich die Helden reinwerfen. Es ist natürlich so ein bisschen He-Man, ne? Da ist das Land, wo die Bösen wohnen, da ist Snake Mountain und da sitzen die bösen Magier und hacken ihre Pläne aus, aber ich finde das für einen Einstieg gut, dass man halt dieses klare Feindbild hat
Und ja, und es sind halt auch coole Feinde. Ja, das da ist eine Pyramide, auf der sitzt ein untoter, riesiger, schwarzer Drache. Darum hat es mir auch so wehgetan, dass sie viele dieser Charaktere mit zwei Sätzen einfach weggewischt haben, teilweise. Also, ja. Also, ja, es war schon ein bisschen schade, teilweise, was mit den Heptarchen passiert ist. Ja. Ich finde, Galotta hat es noch am besten erwischt. Ja, wenige Leute stürzen mit ihrem Todesstern ab. Ja. Gut, in welcher Pen, das ist die beste Frage, finde ich, in welcher Pen-Paper-Welt würdet ihr gerne leben und warum? In einer Science-Fiction-Welt, würde ich sagen, weil ich ungern auf moderne medizinische Versorgung verzichten würde. Ich denke, das ist ja praktisch. Ich wollte gerade sagen, du denkst extrem praktisch, ja. Unter dem Gesichtspunkt bin ich nicht an die Frage, aber ich bin auch ein praktischer Mensch. Also bei dir wäre es ein Science-Fiction-Setting. Gibt es da ein bevorzugtes? Es müsste aber dann auch durchaus ein positives Science-Fiction-Setting sein, damit ich darin wohnen will. Mass ja, deswegen Mass Effect. Wenn das findest du positiv? Vor den Reapern, ja. Ist doch super. Was? Interstellare Reisen, nette Alienrassen. Man hat nur einen Erstkontaktkrieg. Also ja. Lieber Star Trek, oder? Ja, Star Trek, damit könnte ich mich anfreunden, darin zu leben. Ich müsste blöde Klamotten tragen, ja, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Solange du es vermeidest, rot zu tragen, ist alles in Ordnung. Also mir ist Star Trek zu... Zu bieder? Nee, mir fehlt... Man geht so auf in diesem Kollektiv. Der Einzelne ist bei Star Trek so unwichtig. Ach ja. Weißt du, was ich meine? Jeder opfert seine eigenen Ziele für das größere Ganze. Wer würde dir denn bitte schon garantieren, dass wenn du in dieser Rollenspielwelt lebst, auch du dann einer von den Wichtigen wärst? Wie meinst du das? Ich müsste doch, um einer von den Wichtigen zu werden, müsste ich mich doch so verhalten, wie ich es gerade beschrieben habe. Ach so, dich aufzuopfern. Ja. Ja, aber sagen wir mal so, wenn wir einfach jetzt einfach nur in eine andere Welt versetzt werden würden, als die Leute, die wir sind, dann wären wir auch da. Jetzt nicht dann Staatsoberhäupter oder Captain auf der Brücke. Das weißt du nicht. Ich gehe davon aus. Ja. Also wenn ich in einer Welt leben würde, wo ich weiß, ich kann mit einem Raumschiff zu fremden Planeten reisen oder ich bleibe zu Hause und mache einen YouTube-Kanal über Rollenspiel, ja, dann glaube ich, dass ich meine Entscheidung anders gefällt hätte. Ja? Dann wenn du die Möglichkeit hättest, ja. Wenn ich sie hätte, ja. Ich bin mir sicher, dass ich, wenn ich im Star Trek-Universum leben würde, nicht zu Hause hocken würde, wenn andere Leute durch die Galaxie reisen. Du hättest auch in diesem Universum Astronaut werden können und bist es nicht. Weil die Chancen, dass ich damit irgendwann mal einen anderen Planeten besuchen kann, relativ gering sind. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens oder auch nur ein paar Monate in einer Blechkapsel im Orbit kreisen. Und ja, aber die andere Sache, nehmen wir mal Star Wars. Sturmtruppler XY macht ja auch irgendwas in seiner Freizeit. Vielleicht tatsächlich auch YouTube. Überrollenspiel. Ja. Holonet-Show. Aber ja. Star Wars ist ja kein Science-Fiction-Universum. Also. Das ist ja Fantasy mit Raumschiffen. Ja. Aber das war deine Antwort. Ja, damit kann man leben. Hast du schon? Nein, weil ich jetzt durch diese praktische Frage etwas verschreckt bin. Also ich glaube, auch hier würde ich, glaube ich, ich würde im Scheibenwelt-Rollenspiel leben wollen. Klar musst du damit rechnen, dass du, wenn du nach medizinischer Versorgung fragst, von einem Troll eine übergezogen kriegst als Narkose, aber... Ich glaube, es kommt, dieses chaotisch Skurrile käme, glaube ich, meiner Grundeinstellung ziemlich... Du könntest aber auch enttäuscht sein, wenn alle anderen sich genauso verhalten wie du. Meinst du? Ja, du stehst dann einfach nicht mehr heraus. Ja, ich bin endlich unter Menschen, die mich verstehen. Scheibenwelt ist deswegen eine gute Antwort, weil du ganz genau weißt, wenn du stirbst, kriegst du das, was du dir gewünscht hast. Stimmt, ja. Oder was du glaubst. Oh, in dem Aspekt... Oder was du glaubst, was du verdienst. Ja. Ja. Stimmt. Ich könnte sie auf Wiederauferstehung, ja. Reinkarnation ausgelegt haben. Oder ja, warum? Man, ein paar Jährchen als Mumie. Kann man ja mal probieren. Wenn du gut gewickelt bist. Ja. Musst du ja auf jeden Fall einen guten Balsamierer suchen. Aber das wäre für mich der wichtigste Gesichtspunkt. Es muss ein Universum sein, wo es was Übernatürliches gibt, damit man was hat, an was man glauben kann. Also... Auch Star Trek ist mir zu deprimierend, weil die Leute ja nicht an Jenseits glauben, was ich auch nicht tue, aber es wäre schön, sowas zu haben.
DSA zum Beispiel weiß ich genau, es gibt das Jenseits, es gibt die Götter, es geht weiter nach dem Tod. Deswegen würde ich DSA tatsächlich vor Star Trek. Ja, toll, dann hängst du ewig in Borons Hallen rum und langweilst dich. Wer sagt denn, dass das nicht cool ist? Vielleicht läuft er den ganzen Tag hin und... Unwahrscheinlich. Er sieht aber aus wie Him. Was mir eingefallen ist, bei Scheibenwelt hättest du auch einen Vorteil, mit ein bisschen Glück kannst du auch ein Gott für irgendwas Unwichtiges werden. Genau, du kannst ein Gott werden, deswegen wäre D&D für mich noch wichtig, weil da ist es regelmäßig festgelegt, dass ich ein Gott werden kann. Stimmt, wow. Das ist in unserer AD&D-Kampagne, die sehr lange gelaufen ist, tatsächlich jemandem passiert. Das ist normal, fast schon bei D&D. Achso. Die meisten Götter bei im D&D-Pantheon waren mal, oder viele waren mal Abenteurer. Aber ich weiß nicht, ich wusste nicht, dass es normal für jede Rollenspielrunde ist. Nee, aber es ist möglich bei D&D. Ja. Deswegen finde ich D&D wichtig. Und wenn nicht D&D, anderes Fantasy-Setting, also DSA, dann am liebsten noch ein Elf. Weil das hebelt das Problem mit der medizinischen Versorgung aus. Ja, die werden ja nicht krank. Ja. Oder auch einfach Mittelerde, ein Elf. Dann stirbst du einfach nie. So, du fährst nur nach Westen. Ja. War das nicht am Anfang bei D&D auch so? Ja. Ja. Gut, das war der Pen-and-Paper-Komplex. Ich bin so unromantisch. Sagen, dann, ja. Du bist halt Realist. Ja. Ja. Aber ich wäre zum Beispiel gerne mal Gott für die eingetrockneten Pinsel. Schutzgott vor? Du nervst dabei. Oder der Dämon, der eingetrocknet ist. Nee, Schutzgott vor. Ja. Achso, ja dann. Du bist sozusagen das Terpentin der Götterwelt. Ja. Wie nennen wir dich denn dann? Oh, das sind keine Ahnung. Terpentus? Bei Fragen und Anregungen könnt ihr gerne natürlich schreibt kommentieren. Schreibt einen Kommentar, schreibt uns, wie ihr Steff als Gott nennen würdet, Gott der Schutzgott für nicht einen trocken sollen und Farben. Ja. In der AD&D-Runde war ich kurz davor, die Göttin des süßen Backwerks zu werden. Wie das ist die auch, denn? Das finde ich auch. Der Charakter hieß ohnehin schon Divinia. Ah. Dafür kriegst du eine Nota. Der Charakter hieß Divinia und wurde dann zur Göttin. Vielleicht. Ja, die Kampagne ging zu Ende, bevor sich das manifestieren konnte. Alles klar. Das war Pen Paper. Wir machen weiter mit dem Thema Crowdfunding. Aber im nächsten Video. Ich hätte auch Diabetiker ziemlich cool gefunden. Diabetiker. Ihr Wappen zeigt einen Muffin. Das klingt eher wie eine Messe. Es gibt die wahrscheinlich. Hier die Diabetiker.